Hallo liebe Leute und herzlich willkommen schon wieder zu den Ender Games. Ich habe gerade irgendwie auf nichts anderes Lust als auf die Ender Games, also als die Ender Games aufzunehmen. Und deswegen kommen sie heute nochmal. Ich schaue, dass ich auch noch die Streamaufnahmen von Binding of Isaac heute Abend hochlade. Dann haben wenigstens die Leute, die das verpasst haben, noch irgendwas. Hätte ich dann das eine Eisen da oben mitgenommen, dann hätte ich jetzt schon genügend für ein Eisenschwert. Aber nein, Maudado hat sich gedacht, nein, das braucht er nicht. Ach, der Tag war anstrengend. Oh, und wir sind das Katzenkit, weil ich gedacht habe, wenn ich ein Kit spielen darf, weil sie will, dann nehme ich die Katze. Ja, was ich will. Ich hab ja auch so gern die anderen Kits gespielt. Das Katzenkit habe ich vorgestellt. Ist eine Katze, wir können miauen. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. 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 Okay, ich sollte nicht die ganze Zeit miauen. Ich bin doch noch ein Mensch. Ich wünschte, ich wäre echt auch eine Katze. Dann könnte man den ganzen Tag nur rumliegen und nichts machen und alles wäre besser. Oh, ich habe genügend Zeug, um mir was Anständiges zu craften, aber ich renne lieber weiter in den nächsten Gegner rein und verpasse dadurch die Möglichkeiten der Schutzzeit. Ich kletter einfach mal hier hoch. Noch zu dieser Kiste. Oh Gott, da hat es mich zurückgeklitscht. Loote die Ohren, Knochen. Katzen mögen das natürlich. Okay, der Spieler ist weggerannt. Bedeutet, wir haben genügend Zeit, um jetzt nochmal Holz abzubauen und eine Waffe zu craften, die natürlich eine Katze immer benutzt. Eine Katze macht sich immer ein Schwert. Das Katzenkit, um es zu erklären, kann folgendes, also falls es jetzt irgendjemand nicht weiß, warum auch immer. Wenn es ein Fisch ist, wird es schneller und es ist mit der Faust stärker. Bedeutet, ja, man kann mit der Faust draufschlagen. Allerdings schätze ich, dass es ungefähr so stark ist wie ein Holzschwert. Also jetzt nicht die Revolution. Leider nicht die Revolution. Wenn es die Revolution wäre, dann wäre das gut gewesen. Ist es allerdings nicht. Deswegen, ja, ist ganz okay. Ist eine nette Fähigkeit, vielleicht ab und zu nützlich, aber es ist echt nicht stark. Aber ich sehe auch gerade, man hat statt 10 Fisch, die man ursprünglich hatte, mittlerweile auch 20 Fisch mit der Katze am Anfang. Bedeutet, vielleicht wurde der Rest, also wurde die Fauststärke von der Katze auch verbessert. Vielleicht sind wir jetzt eine richtige Killerkatze geworden. Ja, ja, das könnte sein. Wir mussten noch nichts essen. Was ist denn hier los? Ich würde gerne was essen müssen. Damit ich auch mal hier meine Fähigkeiten ausleben kann. Okay, schon gelootet, dann wird das andere hier auch alles gelootet sein. Wir werden kurz vorm Kampf natürlich wieder den Fisch essen, denn Speed 3 ist einfach richtig OP im PvP, weil man den Gegner quasi, mit dem Gegner kann man alles machen, was man will. Ja, ja, Porto dich nur weg, ich esse meinen nächsten Fisch. Och nee, das ist richtig verbuggt, muss man sagen. Ich habe jetzt einen Speedbuff nicht bekommen, weil der andere gerade ausgelaufen ist. Das heißt, der Speedbuff ersetzt den gar nicht, den Effekt. Naja, jetzt muss der da sterben, obwohl der andere eigentlich unser Ziel war. Es tut uns leid. Miau, 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 miau. Okay, ziehen wir uns ganz schnell mal hier an, was wir bekommen haben. Wir können uns noch nichts... Doch, wir können uns Eisenschuhe craften. Gott sei Dank habe ich nicht Eisenschuhe gecraftet. Wo ist der Spieler? Okay. Wir sind eine Katze. Nimm dich in Acht. Eine gefährliche Killerkatze. Okay, machen wir das mal ganz schnell. Ach, mittlerweile können wir das noch mehr machen. Einen Eisenbrustpanzer. So. Und Goldschuhe. Dann dürften wir soweit ganz gut ausgerüstet sein. Ja, sieht doch ganz nett aus. Schmeißen wir noch alles Unnötige weg. Stecken noch das Gold. Haben noch einen Bogen. Das können wir auch noch wegschmeißen. Kommt der nächste Spieler näher? Nein. Wir haben derzeit ein gesichertes Katzenleben. So, dann die Spinnnetze können wir eventuell noch benutzen. Und natürlich das Fleisch, falls wir mal was anderes essen wollen. Die XP. Oh Gott, so viel zu zitieren. So viel zu zitieren und so wenig Zeit. Wir müssen auch dann ganz dringend noch was enchanten. Wahrscheinlich laufe ich einfach wieder an Enchanting Tables vorbei, so wie ich mich kenne. Aber das ist man ja von mir gewohnt, Essen wir erstmal das rohe Fleisch, das heilt einen halb. Und sind wir auch nicht übersättigt. Was brauche ich gerade noch? Eisenschuhe wären ganz nett. Oder gar Diamantschuhe. Da hinten war auf jeden Fall eine Kiste. Und wie gesagt, der Enchanting Table. Der würde eine Katze glücklich machen. Ja, ja. So, wie viele Spieler leben noch? Genügend. Müssen wir uns noch keine Sorgen machen, dass plötzlich wieder das Spiel zu Ende ist und wir es nicht merken. Das ist ja irgendwie ein Problem, was ich anscheinend öfter habe. Okay. Erstmal Schaden bekommen. Ich esse jetzt einmal dieses Fleisch, auch wenn es eigentlich unklug ist, aber ich möchte keine Fische, obwohl ich könnte eigentlich richtig viele Fische benutzen. Wir haben mittlerweile so viele. Man startet mit 20 Stück. Yes, wir können uns... wollen wir es jetzt schon craften? Wollen wir das riskieren? Wollen wir echt riskieren, dass wir jetzt geportet werden? Ja, es hat sich gelohnt. Dieses Risiko einzugehen hat sich gelohnt. Das erste Mal
Sonst hauen die Items immer von uns ab. Warum nur? Why? Okay, so. Ja, dann würde ich sagen, sind wir bereit für einen Kampf? Können wir uns in den nächsten Kampf stürzen? Machen wir das auch mal. Ich denke, bis wir beim Gegner sind, haben wir wieder Hunger. Das wird auf jeden Fall gut sein. Oh, da. Perfekt. Enchanting Table. In Enchanting Table. Sharpness. Power. Und dann noch die Schuhe nicht enchanten, weil der Tisch abgehauen ist. Da haben wir trotzdem ein bisschen Fortschritt erreicht. Wir gehen natürlich über die Bäume, weil wir eine Katze sind und die kletternd auf Bäume. Kommt dann natürlich nicht runter, das ist klar. Okay, ein bisschen hüpfen, damit wir Hunger bekommen. Am besten Blöcke noch abbauen, aber das ist mir zu riskant. Ich hätte gerne Hunger. Hallo? Hunger, wo bleibst du? Okay, dann muss ich ohne meine Fähigkeit... Oh, das ist ein Seelendieb. Würde ich einfach mal vermuten. Ohne meine Fähigkeit. Okay, der hat sich weggeportet. Allerdings haben wir noch davor erwischt. Der nächste Spieler ist auch wieder Ewigkeiten entfernt, deswegen können wir ganz schnell. Das ist schlechter. Das Stift ist auch schlechter. Seine Sachen hier looten. Ist noch irgendwas dabei? Diamanten. Naja, das war ein Diamantschwert. Oh Gott, ich habe wieder alle so doof hineinander geworfen. Natürlich wurden wir jetzt auch wieder geportet. Oh Gott, das ist so unordentlich. Ich hatte unordentliche Inventare. Das ist das Schlimmste auf dieser Welt. Vor allem ist es so unübersichtlich. Oh, die Rosen muss ich wegschmeißen. Nein, was habe ich nur getan? So, okay. Kommt der Spieler näher? Nein, wir haben immer noch keinen Hunger. Wir wollen aber Hunger. Wir können auch einfach mal eine Enderperle werfen. Obwohl, wenn ich keinen Hunger habe, will ich dann echt näher zum Feind. Geschwächt. Will ich das? Hunger, bitte komm. Wir wollen einen Fisch essen. Wir sind eine hungrige Katze. Ah, da ist er. Dann warten wir noch kurz, bis wir regeneriert haben. Beziehungsweise können auch so ein bisschen hinterherlaufen. Er entfernt sich anscheinend recht schnell. Ab jetzt werde ich auch, glaube ich, kein normales Zeug mehr essen, sondern nur die ganze Zeit Fische. Wie jetzt zum Beispiel. Ich denke, das lohnt sich einfach. Ich meine, wir haben so viel. Obwohl bei dem Speed... Oh, nee. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Man hat den Speed-Effekt 10 Sekunden für die immer noch nicht, also die wirklich keine Ahnung haben, was dieses Kit macht. Ich habe eigentlich ein Video dazu gemacht, aber man kann ja nicht erwarten, dass man alles von mir sieht. Man kann das ja nicht, aber okay, die Kiste looten wir noch. Die looten wir. Oh, wir haben Heiltrank. Kommt der Spieler näher? Ja, kommt da. Dann legen wir das uns noch zurecht. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ein Stück. Ich würde gerne noch auf den Baum. So. Oh, oder auch nicht. Dann essen wir halt einen Fisch und kämpfen dann. Wo ist er? Da oben. Oh, da habe ich ihn nicht getroffen. Doch, jetzt habe ich ihn runtergeschossen. Okay, da sind wir gerade gut um ihn herumgekommen, dadurch, dass wir einen Speed-Effekt hatten. So, wo ist der nächste Spieler? Anscheinend ganz nah. Aber wo genau? Wo genau? Ich bin natürlich vorgeschwächt. Okay, da hinten. Wir möchten ihn runter. Geh runter. Geh runter. Ich sagte, geh runter! Okay, er trifft uns genauso gut. Wir müssen wieder einen Fisch essen, damit wir regenerieren. Und dann würde ich sagen, no risk, no fun, auch wenn wir vorgeschwächt sind. Er hat die schlechtere... Okay, das Schaf hat mich übelst erschreckt. Die schlechtere Rüstung. Obwohl, ich kann eigentlich meinen Heiltrank benutzen. Und dann... Okay, er rennt weg. Das finde ich nicht gut. Jetzt habe ich meinen Heiltrank verschwendet. In der Zeit hätte ich auch regeneriert. Okay, dann haben wir nächster Fisch. Wir haben ja genug. Habe ich ihn gegessen? Ich weiß es nicht. Nein, anscheinend nicht. Hätte dieser Sprung funktioniert. So, jetzt. Jetzt, Spieler, jetzt kommen wir. Und töten dir. Hui, hui, hui. Weil wir unten sind, haben wir natürlich einen Vorteil. Okay. Der will anscheinend nicht, dass wir näher kommen. Aber wir können ihn auch runter... Okay, Lex. Okay, jetzt sind wir überhalb von ihm. Bedeutet... Oh nein, wir sind tot. Oh nein! Ja gut, das war vielleicht ein doofes Ende, aber ich habe eigentlich gedacht, er hätte weniger Leben gehabt. Er hätte eigentlich weniger Leben haben müssen. Ich meine, wir haben ihn davor viermal gehittet und er ist nur einmal, aber man muss auch halt sterben. Ach, war das ein unschönes Ende. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ansonsten, ja, vielleicht noch die Streamaufzeichnungen, wenn die so schnell rendern. Ich muss die nochmal neu rendern zum Hochladen und... Also von The Binding of Isaac kommen dann noch, wen das interessiert, wer das nicht gesehen hat. Und ansonsten, tschüss und bis zum nächsten Mal.